Hallöchen und herzlich willkommen hier bei Minecraft. Ja, ich habe jetzt eine Pause gemacht. Ist jetzt auch eher eine Spontanaufnahme. Und wie man vielleicht auch schon erkennt, es hat sich ein bisschen was in der Grafik geändert, denn ich Held hatte noch das alte Texture Pack am Laufen und ja. Auf jeden Fall, jetzt ist das aktuelle Texture Pack da. Man sieht es auch schön an den Blumen. Hat jetzt wieder alles seine Richtigkeit. Bis auf 1. Nee, das nicht. Und die Monster schatten natürlich auch wieder ein, weil ich habe nämlich auf einer anderen Welt gespielt, gerade auf meiner Private World, kann man sagen. Und da bin ich gerade sehr viel am Bauen und da sind mir irgendwann die Creeper so sehr auf den Nerv gegangen, dass ich die dann einfach mal abgestellt habe. So. Gerade tatsächlich ein bisschen orientieren. Haben wir hier ein Bett? Ach ja, wir haben hier unsere Gedenkkammer hier. Genau, so. Rein. So. Ah, schöne Blümchen. So. Guten Morgen. So. Raus aus der Begräbniskammer. Meine Katze hört man wahrscheinlich auch, ist natürlich auch wieder am Start. Die denkt sich, wenn du nicht schläfst, dann schlafe ich auf deinem Schoß. Eine sehr nette Katze. Ah, ich glaube, ich weiß, was wir machen werden. Ich glaube, wir werden mal einen richtigen Garten machen. Jetzt haben wir ja hinten Platz, jetzt können wir uns da mal so ein kleines Gärtchen machen. Und dann, keine Ahnung, hier die Fläche zum Erweitern vom Haus benutzen oder so. Mal gucken. So. Die zwei noch. Das noch. Die zwei noch. Hab ich jetzt alles? Nee, da ist noch was. Ja, was habt ihr so die letzten Tage gemacht? Neues Jahr, verdammt. Ihr Vorsätze, also mein Vorsatz ist ja keine Vorsätze. Damit lebe ich ganz gut. Da kann man sich, da hat man dann am Ende des Jahres kein schlechtes Gewissen, wenn man es wieder nicht gemacht hat. Und hier. So. Jetzt noch die Karotten und dann haben wir ja mal wieder alles ab. Nee, ich weiß nicht, diese ganze Vorsatzgeschichte, das ist. Oder genauso dieser Hype, dass nach Weihnachten wieder mehr Leute ins Fitnessstudio gehen und dann dieser Mehrzwang, wo die Leute ins Fitnessstudio gehen, dann eigentlich kurz darauf wieder aufhört. Also. Verzeihung. Das finde ich immer ein bisschen so nach dem Motto, ah ja, zu der Theorie, zu der Kategorie gehört es. So, da haben wir unseren Garten. Ich glaube, wir machen hier unser. Felten. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Dazu brauchen wir. Kann man aus denen auch? Mal neugierig? Nee, kann man nicht. Okay. Dann brauchen wir die hier, weil ich würde das gerne mit Kobbel machen, nicht mit Holz. Schnapp, wir noch Kobbel haben. Ah, hier haben wir noch ein bisschen Kobbel haben wir noch. Könnte knapp werden, aber ich glaube, für unsere Sinne reicht es gerade so. So. Das kommt dahin, das kommt dahin. Wieder gähnen. Gibt's doch nicht. Ah, das Brot kommt mit. Bin ich auch dafür, dass wir so ein bisschen was machen. Ah, mein Auge tränt. Es brennt irgendwie gerade ein bisschen. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ah, stopp. Okay. Ja, dann machen wir doch mal hier unseren. Das müsste reichen.
brauchen wir aber noch was anderes. Und zwar. Oh, jetzt fängt das Auge richtig zu brennen an. Was ist denn da los? Ach, ich bin so der Tränen gerührt, wenn wir jetzt hier dieses fett Skate bauen. So. Boah, warte mal. Boah, das geht ja gar nicht. Ah, so. Ach ja. Ja, der Kackhaufen da muss noch weg. Sieht nicht wirklich sehr umgebungsbefunden aus. Das ist klar, das muss noch weg. So, ich bin dafür, dass wir das ungefähr bis hier machen. Bauen wir hier unseren kleinen Garten. Also, ich meine Gemüsegarten. Nicht so wie das da. Und dann... Und wir werden wahrscheinlich auch nicht nur auf der Insel bleiben. Also vielleicht werden wir uns dann da auf dem Festland ein bisschen noch mit niederlassen. Vielleicht werden wir beim Festland noch ein kleines Bauernhäuschen bauen. Schauen wir mal, dann sehen wir schon, wie es so schön heißt. So. Ich glaube, jetzt bin ich eins zu weit. Jep, bin ich auch. Na, das ist kein Problem, das können wir ja gleich wieder wegmachen. So. Tada! So, jetzt müssen wir uns ja erstmal überlegen, wie wir unseren kleinen Garten hier jetzt anlegen. Und ich habe hier zum Beispiel das mit so einem Gravel, wie ist das auf Deutsch, Kiesweg hier mal so. Mal gucken, wie viel Gravel wir noch haben. Dann könnten wir eigentlich noch einen Kiesweg darüber legen. Wird auf jeden Fall reichen. Nicht? Ich glaube, wir müssen irgendwie mal wieder an Gravel kommen. So. Verdammt. Aber wir könnten ja schon mal hier den Weg machen. So. Hui! Ups. Ja, die Tür, die habe ich gerade erst angebaut. Die habe ich jetzt eigentlich nicht vor, wieder abzubauen. So. Ups. Ah, wir haben noch Schaufeln ausgezogen. Wuhu! Oh. Mann, jetzt sind meine Füße wieder nass. Mann, oh Mann. So. Ja, so ungefähr. Jetzt brauchen wir nur Gravel. Könnten wir ja eigentlich kurz runter in die Höhle gehen, beziehungsweise in die Schlucht. Alter. Und guck, ob da was ist. Ja, das Komische ist, ich gähne die ganze Zeit, aber ich kann nicht schlafen. Das ist Traum. So, Kobbel. Holz. Nehmen wir noch ein paar Schaufeln mit. Nehmen wir noch ein paar Schaufeln mit, die guten. Mit den zwei Seiten. Mit der spitzen Ecke. So. Schauen wir mal. Hallo Schlucht, wie geht es dir? Was machst du denn heute so? Okay, da bin ich noch nicht weiter, auch gut. Das Gravel, das sieht doch schon mal gut aus. Oh. Okay, sieht nicht gut aus. Ah! Geht so. Aber das Gravel, verdammt. Ach, ich brauche den Gravel. So, na gut, dann machen... Ja, super. Brauch Gravel und krieg Flint. Super. Naja. Hätte ich wieder Flint gekriegt. Was soll denn das? So. Nee, du. Wegspülen ist nicht. So. Boah, ich glaube, das wird hier nichts. Ich guck mal hier unten. So. Tschüss, Wasser. Schreib eine Postkarte, wenn du da unten angekommen bist. Oh. Das ist ein Skelett. Ich habe keinen Bogen. Schade.
Jetzt hat man mal den Obbiss da vom Balkon runtergeschossen. So, ah, hier ist Gravel ausgezeichnet. Nehmen wir nochmal eine Lage hier mit. Dumm, die dumm, die dumm. Ich habe letztens in meiner, auf meiner anderen Karte habe ich geangelt. Und es ist echt interessant, was du alles da aus diesem Wasser rausziehst. Ich habe da irgendwie von Stöcken bis Rotten Flash bis ich habe sogar ein paar Nametags rausgezogen. Finde ich Hammer, die Idee mit den Nametags. Wir müssen unbedingt dann, wenn wir dann mal hier ein bisschen was aufgebaut haben, müssen wir mal auf die Suche nach Pferden gehen. Und dann geben wir denen ganz bescheuerte Namen. Dürft ihr euch dann... Das wird dann so eine Challenge für euch. Und der mit den meisten Likes, der Name ist, so heißt dann unser Pferd. Aber das dauert noch ein bisschen. Also könnt schon mal überlegen, wie es heißen könnte. Aber in nächster Zeit weiß ich noch nicht, ob ich gleich auf Pferdesuche gehen werde. Weil für die braucht man auch irgendwie so Lasso und so Zeug. Möchte man ja dann, möchte ich vielleicht dann auch so... Wow. Und damit, das war's für die Folge und das mit dem Lasso, das erzähle ich das nächste Mal, weil ich mich jetzt gerade verjagt. Haut rein, Leute, bis zur nächsten Folge von Minecraft. Ciao!